kein Nagellack, das ist Zuschauerentferner. Ich bin ein Bischwiller. Ja, unglaublich. Barack Obama hat deutsche Vorfahren. Ich meine, kann man den da nicht einbürgern? Kann er nicht für uns Politik spielen? Odonkos Obamas Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater hieß Christian Gutknecht und wanderte 1749 nach Amerika aus. Sein zurückgebliebener Bruder dagegen heiratete Gunhilde Merkel. Deren Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin ist übrigens gerade in Urlaub gefahren, nachdem sie beim Summermeter gesehen hat, wie schnell der Sommer schon wieder vorbeigeht. Viele andere Deutsche müssen in diesem Jahr allerdings aus finanziellen Gründen auf den Urlaub verzichten. Vor allem Singles. Die können sich den Unterhalt nachher einfach nicht leisten. Da bleibt oft nur das Planschen im Bauschuttcontainer, der aber immerhin auch noch jede Menge andere Freizeitaktivitäten ermöglicht. Ja, und im Meer planschen ist auch nicht unbedingt erstrebenswert. Jedenfalls den Fotos von Asako Narahashi nachzuurteilen, die die Welt offenbar aus der Sicht Ertrinkender sieht. Weil die haben für sowas ja oft gar kein Auge. Aber wer sich jetzt trotz Wirtschaftskrise und Autopilot-Knopfdrückerstreik einen richtigen Urlaub gönnen will, für den haben wir hier noch einen tollen Spartipp. Dieser junge Mann hatte nämlich eine super Idee, den User-Generated Haircut, den kostenlosen Haarschnitt in der Fußgängerzone. Und im nächsten Video verrät er uns dann, wie man sich von Fremden kostenlos die Ohren wieder annähen lässt. Ja, wie gefährlich Scheren sein können, sieht man ja auch in dem Animationsfilm Rock in a Hard Place, der mal zeigt, was das vermeintlich lustige Schnick-Schnack-Schnuck-Spiel in Wahrheit ist. Ein knallharter Kampf ums Überleben. Ja, wirklich schade, dass der Obama seinen Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa nie persönlich kennengelernt hat. So persönlich zum Beispiel, wie sich der Fotograf Philip Toledano in der beeindruckenden Bilderserie Days with My Father seinem Vater genähert hat, in der er mit einfühlsamen Texten und Fotos traurige und lustige Augenblicke aus dem Leben seines 98-jährigen Vaters beschreibt. Und auch die Brüder Marco und Saverio Lanza haben ihre Eltern im Bild festgehalten, sogar in einem Video. Und zwar während des Finalspiels zwischen Italien und Frankreich bei der Fußball-WM 2006. Und wie Paola und Bettino mitgefiebert und flucht haben, sieht man in diesem unterhaltsamen kleinen Film. Was für ein süßes Pärchen. Tja, leider ist es heute ja wahnsinnig schwer, den richtigen Partner zu finden, der einen mit all seinen kleinen Fehlern akzeptiert und selber keine hat. Aber dank Genpartnervermittlungen wird das jetzt wieder etwas leichter. Da wird nämlich geprüft, ob der Partner genetisch zu einem passt. Wobei Männer ja oft eher wissen wollen, ob ihr Kind genetisch zu ihnen passt. Aber egal, ob der Nachwuchs einem nun begründet oder unbegründet auf der Tasche liegt, man sollte ihn auf jeden Fall fördern. Etwa mit Babies First Internet, dem Ratgeber für Internetneulinge, in dem die wichtigsten Verhaltensregeln im World Wide Web leicht verständlich erklärt werden. Und auch sehr gut für Anfänger geeignet, SearchMe, die visuelle Suchmaschine, die die Suchergebnisse gleich als schicke Seitenvorschau auswirft. Das war Ehrensenf. Ich bin Christine. Tschüss. Oh Leute, hier ist ja ein Fleck. Das sieht ja total unmöglich aus.